Wie man die Rathausverkleidung wechselt. Für den Austausch der Rathausverkleidung, auch bekannt als Rathausschale, benötigst du bei den meisten Fahrzeugen eine neue Rathausschale, neue Befestigungselemente, einen Satz geeigneter Werkzeuge, einen Universalsprühreiniger und eine Drahtbürste, ein WD-40-Spray und Werkzeuge zum Entfernen von Kunststoffteilen. Es gibt zwei Arten von Rathausschalen, welche aus Kunststoff und welche aus Vlies. Jene aus Vlies sind nicht wasserdicht und verformen sich mit der Zeit. Um an die Rathausschale heranzukommen und den Austausch zu erleichtern, musst du das Rad abnehmen. Dies kann mit Hilfe einer Hebebühne oder einem Wagenheber mit Unterstellböcken und Unterlegkeilen ausgeführt werden. Bei den meisten Fahrzeugen sind die Rathausschalen mit Kunststoffclips befestigt, die sich in Bezug auf Design, Durchmesser und Art der Befestigung unterscheiden können. Die Teile können auch mit selbstschneidenden Schrauben befestigt werden. Mache dich zunächst mit dem Design der Befestigungselemente und ihrer Position vertraut und lege dir dann die entsprechenden Werkzeuge bereit. Reinige unbedingt die Befestigungselemente. Dadurch lassen sie sich leichter entfernen. Schraube die Befestigungselemente nacheinander ab. Die Autodoc-App. Alle Autoteile zu den niedrigsten Preisen auf Ihrem Handy. Probieren Sie es selbst aus. Ziehe vorsichtig an der Rathausschale und löse sie von ihren Befestigungspunkten. Bei einigen Fahrzeugen bestehen die Rathausschalen aus zwei oder mehr Teilen, sodass du unter Umständen nur das beschädigte Teil austauschen musst. Beachte, dass sich häufig Verschmutzungen und Feuchtigkeit zwischen der Schale und dem Radkasten ansammeln, was zu Rost an der Karosserie führen kann. Reinige vor dem Einbau der neuen Rathausschale diesen Bereich und alle Befestigungspunkte sorgfältig. Bitte beachte, dass neue Teile ohne Befestigungselemente verkauft werden. Diese müssen gesondert erworben werden. Setze die Rathausschale in die Montageposition ein und vergewissere dich, dass ihre Befestigungslöcher auf den entsprechenden Punkten im Radkasten aufliegen.
Befestige das Teil. Ziehe die Befestigungselemente nicht zu fest an. Solange die Befestigungselemente nicht ganz eingeschraubt sind, kannst du die Position der Rathausschale anpassen. Der Austausch der Rathausschale ist recht einfach. Du musst nur alle Befestigungselemente finden und abschrauben, das alte Teil entfernen und das neue einbauen. Die Verwendung zusätzlicher Befestigungselemente zur Befestigung der Rathausschale an der Karosserie ist eine ganz schlechte Idee. Dies kann dazu führen, dass die betreffenden Teile schnell Rost ansetzen. Reinige vor dem Wiedereinbau des Rades den Montagesitz und die Gegenfläche des Rades. Stelle sicher, dass die Oberflächen glatt sind und keine Korrosionsspuren aufweisen. Trage ein Korrosionsschutzmittel auf sie auf.